dass wir ganz toll die Ich-Form üben. Weil im Gespräch ist es die wichtigste. Ja, okay. Alles, was du im Leben sagen willst, ist ja meistens so wie ich will nicht, ich kann nicht, ich finde, ich denke, ich mache. Also das ist die wichtigste und die zweitwichtigste wäre vielleicht die Du-Form. Aber heute wollte ich so richtig unsere Aufmerksamkeit auf die Ich-Form machen. Ich werde dir auf Spanisch eine Frage stellen und du antwortest mir auf Spanisch natürlich, immer im gleichen System. Du sagst einfach nur ich und dann je nachdem das wäre. Pass auf, ich frage dich zum Beispiel auf Spanisch, wer storniert? Und dann sagst du zu mir, ich storniere. Du nimmst also das Verb wieder auf und antwortest in der Ich-Form. Es ist ganz einfach. Guck mal, die erste Frage ist, ¿quién cancela? Cancelo. Gut, in diesem Fall brauche ich, dass du das yo sagst. Warum? Weil ich frage, wer? Und dann ist es die Betonung. Wenn ich frage, wer macht das so, dann nehme ich ja mal an, dass du da bist, denjenigen, den ich frage, und vielleicht noch eine andere Person oder noch jemand anderes. Und dann ist ja diese Betonung, ich hier. Darum brauchen wir, dass du sagst, in diesem einen Fall, yo, Cancelo. Okay? Okay. Gut. ¿Quién confirma? Yo confirmo. ¿Quién presenta? Yo presento. ¿Quién come? Yo. ¿Cómo? ¿Quién toma? Yo tomo. ¿Quién quiere? Yo quiero. ¿Quién habla? Yo hablo. Jetzt machen wir das Ganze mit einer negativen Antwort. Also ich mache dieselben Fragen und jetzt warst du es aber nie. Versuch mal, ich sage zu dir, ¿quién cancela? Und du sagst mir, ich, bla bla bla, ich nicht. ¿Quién cancela? Yo no cancelo. Gut. ¿Quién confirma? Yo no confirmo. ¿Quién presenta? Yo no presenta. Presento. ¿Quién come? Yo no como. ¿Quién toma? Yo no tomo. ¿Quién quiere? Yo no quiero. Quiero. Nochmal den ganzen Satz bitte. No quiero. ¿Quién habla? Yo no hablo.